Hallo Leute, hier ist mal wieder TwoRader und heute werde ich euch zeigen, wie man ohne Grafiktablett zu einer Bleistiftzeichnung schöne Outlines hinbekommt. Zuerst werde ich euch die Pen-Tool-Grundlagen ganz kurz erklären und dann meinen Arbeitsprozess und Zeitraffer zeigen. Also alles, was man eigentlich dazu braucht, ist das Pen-Tool. Shortcut ist P. Und was macht das Pen-Tool eigentlich? Mit dem Pen-Tool kann man beliebig viele Anker setzen. Photoshop verbindet diese Anker dann und man kann dann diesen Pfad dann nachzeichnen lassen mit der Pinseleinstellung, die man hat. Gibt es noch einige nützliche Zusatzfunktionen, die ich anhand wieder eines Beispiels zeigen werde. Also dazu erstellen wir uns zwei Anker und bei dem zweiten Anker lassen wir mal die linke Maustaste nicht los und bewegen sie mal. Und wie wir sehen, wird der Pfad dann manipuliert. Wie wir den Pfad manipuliert haben, wird es auch Auswirkungen auf den nächsten Pfad haben. Und am besten sollte man damit etwas rumspielen, damit man sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Verbindet man nun das Ende mit dem Anfang, wird der Pfad abgeschlossen und man kann einen neuen Pfad erstellen, wenn man möchte. Gut, kommen wir dann zur nächsten Funktion. Wir erstellen uns dazu einfach mal einen gebogenen Pfad. Halten wir nun die Alt-Taste gedrückt und klicken auf den Ankerpunkt, dann verschwindet auch dieser Kontrollanker und die vorherige Biegung hat dann keine Auswirkung auf den nächsten Pfad mehr. Okay, kommen wir dann zur nächsten Funktion. Und zwar kann man mit gedrückter STRG-Taste einen gesetzten Anker wieder frei bewegen. Außerdem kann man mit gedrückter STRG-Taste auch die, ich nenne sie mal Kontrollanker, frei bewegen. So, zum Schluss möchte ich noch sagen, dass man mit gedrückter STRG-Taste und einem Mausklick auf die Arbeitsfläche diesen Pfad dann abschließen kann und dann beliebig viele neue Pfade erstellen und wieder abschließen kann. Und ja, man kann die dann auch alle dann gleichzeitig nachziehen lassen. So, das waren erstmal alle Funktionen, die wir brauchen. Das war ein bisschen viel. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Und wenn nicht, könnt ihr einfach mal einen Kommentar posten. Ich werde dann versuchen, sie zu beantworten. Und nun gehen wir dann weiter zu dem Zeitrafferteil. Falls ihr Probleme haben solltet, eure Bleistiftzeichnungen von den Photoshop-Outlines zu unterscheiden, solltet ihr eure Bleistiftzeichnung in eine andere Farbe färben, wie hier in diesem Beispiel blau. Ja, oft kann es hilfreich sein, wenn man etwas mit den Pinseleinstellungen arbeitet, rumspielt, um bessere Ergebnisse zu bekommen. Ja, ich muss zugeben, dass ich mit dem Pen-Tool auch nicht gerade besonders gut bin. Das sieht man auch hier im Video, dass ich viele Fehler mache. Aber das ist eigentlich nur eine Sache der Übung. Je öfter man sowas gemacht hat, umso schneller wird man dann auch. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Eigentlich sind das eigentlich immer die gleichen Schritte. Man erstellt einen Pfad und geht dann mit rechter Maustaste dann auf Stroke Path. Auf Deutsch weiß ich nicht genau, wie das heißt, aber ich glaube, ihr werdet das schon finden. Ja, dann macht man neue Pfade und so weiter. Vielleicht ein kleiner Tipp: Ihr solltet vielleicht mit der Dicke des Brushes ein bisschen rumspielen, damit eure Outlines etwas dynamischer aussehen. Ja, und außerdem habe ich noch ein paar Tipps für euch. Und zwar sollte man immer dort Ankerpunkte setzen, wo sich die Kurve ändert, die Richtung der Kurve. Und vielleicht solltet ihr wissen, dass man mit dem Pen-Tool keine 90-Grad-Winkel schaffen kann. Also wenn der Winkel größer als 90 Grad wird, dann solltet ihr auch einen Anker setzen.
Ja, noch ein kleiner Hinweis. Ihr solltet mehrere Ebenen benutzen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Ebene für die Haare, eine Ebene für das Gesicht. Ja, und das hilft auch, wenn sich die Linien überlappen, dann kann man die später dann besser wieder löschen dann. Ja, und außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass ihr jetzt eigentlich schon zum Ende springen könnt, weil jetzt auch nicht mehr wirklich was Neues passieren wird. Für die Wimpern habe ich erstmal nur ein paar Pfade erstellt und die dann einfach nur kopiert und eingefügt. Natürlich muss man sie auch noch ein bisschen zurechtdrehen und ja, damit das auch alles schön passt. Ja, das geht dann immer so weiter und so fort. Ich glaube, die Arbeitsweise ist jetzt ersichtlich. Den Rest möchte ich euch ersparen. Und zum Schluss möchte ich mich nochmal bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Und wie immer würde ich mich über Kommentare freuen. Ja, und das war's dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Ciao.